Hey, heute geht es wieder um die Schultermobilisation. Ich zeige dir, wie du mit nur einer Übung deine Außen- und Innenrotation kräftigen kannst. Das ist wichtig, damit deine Schulter gut funktioniert. Gerade die Außenrotation ist sehr wichtig, dass die Kraft hat, damit du aus dieser Haltung rauskommst, beziehungsweise dass deine Schulter stabilisiert wird. Ich bin der Raphael aus der CrossFit BB, also lass uns loslegen. Was du brauchst, ist ein Tube, also entweder eins mit Griff oder normalerweise zwei Griffen. Hier nur eins. Geht auch ein Theraband. Ich persönlich bevorzuge so ein Band. Du kannst dann einfacher mit der Hand arbeiten und brauchst nicht unbedingt den Griff festhalten bzw. scheuert nicht am Handgelenk. Was du dann tust ist, du bindest das Band irgendwo fest. Einfach hier einmal durch. Zack. Dann bringst du deine Hand rein. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mit dem Handgelenk hier rein. Dadurch habe ich die Hand frei und kann es besser bewegen. Du startest damit, dass du deinen Arm einmal möglichst weit eindrehst. Dadurch kommt deine Hand hinten am Rücken hoch. Nun streckst du den Arm aus, drehst aus, bringst den Arm möglichst gestreckt über den Kopf. Hier beugt sich der Ellenbogen wieder und dann will der Ellenbogen so in Brustmitte. Die Hand kommt hier so ein bisschen zur Schulter. Achte darauf, dass deine arbeitende Schulter nicht hochzieht, sondern halte die unten. Und nun lässt du langsam den Arm 90 Grad gebeugt öffnen über den Kopf. Jetzt ziehst du auf, bringst den Ellenbogen neben die Schulter und lass dich hier aufdehnen. Hier wirst du einen schönen Stretch in der Brust spüren. Der Arm will weit nach hinten, irgendwann geht es nicht mehr weiter. Halte dagegen, lass langsam den Arm länger werden. Und nun fängst du an, wieder einzudrehen. Und je weiter du eindrehst, desto weiter kommt deine Hand hinten am Rücken nach oben. Nochmal strecken, über den Kopf mit Kraft möglichst gestreckt halten, Spannung im Bauch, rüberziehen zur Schulter, hier drauf achten, Schulter unten halten, langsam aufrichten, gegenhalten, nicht ziehen lassen, gegenhalten, Spannung halten, Ellenbogen, der Ellenbogen möchte nach hinten, deine Hand will nach hinten, so weit gehen wie es geht, lang werden lassen und reindrehen. Wenn du diese Übung durchführst, versuch am Anfang den Ablauf zu bekommen, versuch ein bisschen in der Schulter zu spüren, dass du da einen Stretch hast und dann geh in die Übung rein. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wenn du den Arm hier außen hast und drehst nun ein, dreh nicht den ganzen Arm ein, sondern fokussiere dich auf deinen Oberarm, auf dein Schultergelenk und versuch die Schulter reinzudrehen. In dem Moment, wo du die Schulter immer weiter eindrehst, kommt es automatisch, dass dein Arm immer weiter nach oben kommt. Genauso beim Aufdrehen. Dreh nicht die Hand auf, sondern dreh aus dem Schultergelenk. Wenn ich die Hand aufdrehe, geht zuerst die Hand und irgendwann die Schulter. Wenn ich direkt die Schulter aufdrehe, kommt die Hand gleich mit. Dadurch hast du einen besseren Fokus auf das arbeitende Gelenk. Schulter dreht runter, Arm kommt rüber, Schulter bleibt unten. Mein Fokus ist hier auf der Schulter. Ich öffne, ich spüre in die Schulter rein, ich gucke, wie weit lässt sich es aufziehen, lass den Arm lang werden, versuche noch weiter aufzudrehen und dann drehe ich in der Schulter ein, soweit es geht. Das braucht am Anfang ein bisschen Übung, vor allem wenn der Bewegungsablauf noch nicht da ist, also beginne den Bewegungsablauf zu üben, du wirst schon den ein oder anderen Stretch spüren, auf jeden Fall. Die Beweglichkeit wird besser, deine Kontrolle wird besser und wenn du dann den Kopf oder deine Gedanken davon wegnehmen kannst, was passiert, geh mehr ins Schultergelenk. Geh an das Gelenk, was arbeitet, vom Gedanken her, vom Fokus, spür rein, was passiert hier. Ich drehe die Schulter ein, jetzt drehe ich die Schulter aktiv aus, meine Schultermuskeln arbeiten, ich ziehe den Arm mit Power oben rüber, bring ihn hier zur Schulter, lass die Schulter unten. Öffne die Schulter, bring es runter, lass es aufziehen, spür rein in die Schulter, in den Rücken, wo habe ich Stretch, wie fühlt sich's an. Lass die Arme lang werden und nun fange ich an, die Schulter einzudrehen. Dadurch geht mein Arm schon nach hinten und je mehr ich versuche hier einzudrehen, desto leichter wird es auch, die Hand weit im Rücken nach oben zu bringen. Eine sehr, sehr effektive Übung.
super gutes Warm-up, gerade wenn es darum geht, wenn du viel nach oben drücken willst oder wenn du ziehen willst. Es macht das ganze Schultergelenk warm. Du kannst es auch sehr gut nutzen, wenn du Probleme in der Schulter hast. Fang dann einfach mit einem leichten Band an oder versuch die Bewegung einfach mal ohne Gewicht, ohne Zug und schau, wie es sich anfühlt. Einfach mal ausprobieren. 5 bis 10 Wiederholungen. Wenn es gut geht, nimm dir ein stärkeres Band. Später kann es dann auch zu einer Kräftigungsübung werden, also eher eine Art von Prehab, eine Präventionsübung, dass die Schulter schön kraftvoll bleibt. Sehr, sehr effektiv, gerade nach einem harten Training. Da nochmal so 10, 15 Wiederholungen rausballern, bis die Schulter schön brennt. Das sorgt dafür, dass deine Schulter lange gesund bleibt und du lange Spaß hast im Training. Wenn du Fragen zu der Übung hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar oder schick uns eine E-Mail und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn dir die Übung gefällt und du uns dafür einen Daumen nach oben gibst. Abonnier den Kanal, wenn du noch mehr von diesen schönen Übungen haben möchtest. Und dann beweg dich einfach. Und warum? Weil du es kannst.